Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich bin Steffi Waldner-Scharfen, komme aus der Nähe von München aus Poing und bin Stampin' Up! Demonstratorin. Das heißt, alle Produkte, die du in diesem Video sehen kannst, kannst du bei mir bestellen. Und heute gibt es eine Last-Minute-Weihnachts-Verpackungsidee. Ich habe nämlich noch eine schöne Handcreme für die Lehrerin gekauft. Ich bin Klassenpatin. Und jetzt geht es darum, die ganze Sache zu verpacken. Und da habe ich so ein bisschen drauf rumgedacht. Und da ist mir heute diese wunderschöne Verpackung, die ich mal zusammen mit der Katrin, meiner Teamie, auf Instagram gebastelt habe, in die Hände gekommen. Und ich würde die heute gerne halb, also ein halbes Knallbonbon oder eine gut verschlossene Milchtüte, könnte es dann auch sein, mit euch basteln. Und wie wir das machen, das erzähle ich euch jetzt. Genau, also ihr braucht Designerpapier, natürlich geht auch Farbkarton. Machen wir mal ein bisschen rechts, ein bisschen links. Und euer Falz- und Schneidebrett schön den Arm ausklappen, weil ihr braucht Designerpapier 20x20. Ist auch eine gute Sache, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe noch ein bisschen was übrig. Möchte ich gern noch verbrauchen, weil nächstes Jahr gibt es Neues. Dann nehmt ihr euch euer Designerpapier 20x20, legt es, das ist jetzt quasi die waagrechte Seite, also es würde so stimmen vom Motiv her, ich glaube die Geschenke purzeln eh in alle Richtungen, bei 4,5, vorsichtig falzen, 9, 13,5, und 18 an. Und dann drehen wir es. Drehen, 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 drehen. Dann nehmen wir die linke Seite. Da kommt quasi der Verschluss oben hin. Ach ja, stimmt. Man kann es natürlich auch aufrecht halten. Also am besten, ihr nehmt ohne Richtung Papier. Da tut ihr euch viel leichter. Aber ich überlege mir gerade, wenn wir nur einen Verschluss machen, dann ist das jetzt oben, was wir falzen. Also 2 und 4 cm. Ich hoffe, wenn ihr eine Richtung habt, dreht das einfach um und auf der anderen Seite ist keine Richtung. Sonst muss man immer sich das sehr gut überlegen, dieses Richtungsdesignerpapier. Wenn ich eine Verpackung zum ersten Mal bastel, tue ich mir mal selber den Gefallen und mache es ohne Richtung. Perfekt. Schauen wir mal, dass ihr seht, was ich gemacht habe. Also hier 4,5, 9, 13,5, 18 cm. Da ist unsere Klebelasche. Das ist hier so ein schmaler Streifen. Die arbeiten wir als erstes mal raus. So. Also oben und unten wird, obwohl, ich schaue mal ganz kurz nach, ob oben auch was abgeschnitten wird. Weil es könnte auch sein, dass wir es kleben. Genau, nichts abschneiden, da wird geklebt. Also nur unten. Oben wird hier nur so eine Klebelasche rausgeschnitten, dass es sich ein bisschen besser knickt. Auf der rechten Seite, wo die Klebelasche ist. Dann wird einmal gefalzt. Also ich finde das, wenn man wirklich hier schön mit dem Falzbeil die Knicke nachfährt, dann nimmt das gleich eine ganz andere Form an. Und damit wir es gut sehen, auch hier unten. Und man sieht auch die Falzlinien viel besser, wenn man es einschneiden möchte, ne? Okay, unten wird jetzt der Boden eingeschnitten. Sieht man ja gut, wo man gefalzt hat. Und die Falz können wir einfach rausschneiden, so einen Millimeter
rechts, ein Millimeterchen links. Dann nächstes. Ein Millimeterchen rechts. Ein Millimeter links. Und ihr könnt jetzt mal euch überlegen, wie stabil euer Boden sein soll. Ich glaube, ich klebe ihn hier tatsächlich vierfach. Die Handcreme ist jetzt nicht so schwer, aber vielleicht hat noch so Likörfläschchen. Die passen hier, glaube ich, auch gut rein. Also, jetzt kleben wir oben auf die Klebelasche was und in die Mitte kommt der Tombo auf. Ihr habt es euch hier rüber geklappt. Rüber, rüber, rüber. Und dann haben wir hier so eine Röhre, ne? Oben hier die zwei Falzlinien, unten unsere vier Laschen. Jetzt haben wir hier die Klebelasche. Das heißt, das ist unser Hinten und das hier ist unser Vorne. Klappen wir mal nach oben, weil wir kleben alle anderen zuerst. Hinten, rechts, links und zum Schluss vorne, damit wir hier auf jeden Fall einen schönen Abschluss haben. Und jetzt nehmen wir uns unsere schöne Schachtel, die gut gefalzt ist, tipsen das mit den Fingern hier so rein und quetschen einmal. Genau, das ist ein bisschen wie bei der Milchkännchenverpackung. Und wenn man so einen, könnt ihr natürlich diese 2 und 4 cm beidseitig falzen und das rechts und links machen, also ein Doppelmilchkännchen, dann habt ihr sowas wie ein Bonbon. Und wir haben das hier eben zum Hinstellen. Und wer keine Schleife machen möchte, kann das auch so lassen. Das hält. Ne? Gerade wenn man hier eine Richtung hat, das hält und wird so ganz gut zu. Oder man macht sich ein Loch rein mit einer Schleife oder wie in diesem Fall sogar zwei Löcher mit Schleife. Eine kleine Klammer geht auch, das finde ich auch immer ganz hübsch. Können wir jetzt hier mal mit einem Klemmerchen verschließen. Und jetzt brauchen wir eine Banderole für einmal rum. Die ist mir viel zu lang. Ich kann ja mal abmessen, wie viel Zentimeter ich hier genommen habe. 7,5. 7,5. So, 7,5. Und das ist jetzt hier, bin ich mal gespannt, weil wir brauchen einen Millimeter mehr, weil es außen rum geht. Das heißt, wir falzen 4,6. ,2, also es wird immer ein Millimeterchen mehr, 13,8 und 18,4. Und das Ganze ist mir ein bisschen breiter, aber 19 cm mal 7,5 braucht ihr für die Banderole. Werde ich natürlich jetzt auch mit Dip-Falzbein nachfalzen. Da habe ich mir auch vorgenommen, da werde ich jetzt noch ein paar mehr für die Workshops anschaffen, weil das so ein praktisches Tool ist und da hat man irgendwie immer zu wenig. Legen wir jetzt hier locker rum und messen das mal ab. Ach, ist ja super geworden. Hat natürlich jetzt das hier ein bisschen längs gestreift. Ich finde es aber nicht schlimm. Auf der anderen Seite haben wir die Banderolen. Also wer es in die andere Richtung gestreift haben will, muss beim ersten Mal mehr mitdenken, wenn er sich das 30x30 Papier zurechtschneidet. Perfekt.
Jetzt brauchen wir noch irgendwie was Wundervolles drauf. Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch Schönes. Anbieten würde sich natürlich aus der Kollektion der süße kleine brave Eisbär. Lege ich mal hier hin. Jetzt hier bei den Wäldern, dem Braunbär auch. Wer lieber so ein Kanada-Fan ist, dann haben wir hier noch den kleinen. Den kleinen, der, wo das Häschen schmückt. Ich habe hier noch so einen sitzenden aus dem Set Zauberhafte Feiertage. Das gibt es auch noch. Beim Papier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das hier ist unser Stempelset. Und da hätte ich gerne Zauberhafte Feiertage als Spruch. Nachdem es eh schon recht wild hier auf der Verpackung zugeht, machen wir das so schlicht wie möglich. Mit welcher Farbe? Oh, ich hätte gern was Rotes. In Glutrot. Glutrot. Und dann freue ich mich richtig, dass ihr mir hier beigestanden habt. Dann ist nämlich das Geschenk für die Lehrerin auch schon fertig. Gibt es natürlich noch eine Karte dazu. Könnte auch ein bisschen Schmiener nehmen, ne? Mal schauen, ob ich noch... Also, nee, die sind alle gleich. Wenn man beim Workshop was zuschneidet. Das ist sehr schmal, denke ich, oder? Ja. Bitte was in der Mitte. Ja. Der perfekte Rest ist gefunden. Rentiert sich immer ein bisschen zu wühlen, gell? Ich mache es ja oft spannend im Video. Genau, schaut mal in eure Bastelecke, ob ihr genug Sachen für die Feiertage auf Lager habt, genug Papier. Schaut nochmal, ob ihr alle Produkte habt, die ja im Mini-Katalog sind, die im Mini-Katalog sind und auslaufen. Und wenn ihr noch was braucht, freue ich mich, wenn ihr über meinen Shop bestellt und dort diesen Code eingibt. Ansonsten freuen wir uns ja alle schon auf den Mini-Katalog. Ich habe schon viele Sachen hier auf dem Kanal gezeigt. Also wer einen Gutschein für Bastelsachen zum Weihnachten bekommen hat, der darf ab 4. Januar gerne einkaufen und auch ganz viele tolle Gratis-Produkte bekommen. Habe ich hier den Spruch auseinandergeschnitten. Das ging total gut, obwohl die, finde ich, recht nah beieinander waren. Jetzt ist natürlich hier die Kunst, auch am anderen Ende das so knapp abzuschneiden. Und das hat super geklappt. Juhu! Dann wird der Bär geklebt. Also, das ist halt bei dem zauberhaften Sprüchen. Da braucht man natürlich auch ein Bärchen, ne? Oh je, jetzt habe ich vergessen, ihm eine kleine Mütze aufzusetzen. Zauberhafte Festtage. Und jetzt bräuchten wir hier, also erstmal gibt es noch eine Mütze. Und zwar in Flamingo, weil das, ich weiß auch nicht, ohne Mütze ist er schon sehr weiß, der kleine Mann hier. Und es ist einfach so süß. Ich bin ja in den 90ern quasi aufgewachsen und da war mal der totale Hype, eben diese Bärchen mit Mütze und Schal. Und ich weiß noch, wie ich meine gekriegt habe zu Weihnachten und mich so gefreut habe. Die waren auch angenäht, konnte man nicht abmachen. Aber diese
dieser Trend eben, da gab es dann auch von ganz vielen verschiedenen Firmen und sie hatten immer weihnachtliche oder winterliche so Norwegermützen mit Schals und waren super kuschelig. Und ich habe mich so gefreut und das erinnert mich ein bisschen immer an diese Zeit und sind natürlich super positive Gefühle. Uiuiuiui, da wackelt es. Okay, einmal hier schnell ausschneiden. Also, wer wirklich einen schnellen Tipp haben will, stempelt den Schal einfach da drauf. Die Mütze wird schwierig, aber kann man eigentlich auch. Nur beim laufenden Bär, bei dem hier. Wenn man den noch ausstanzen möchte, muss man die Mütze kleben. Ne? Aber wenn man eh mit der Hand ausschneidet, dann kann man natürlich auch um die Mütze drum umschneiden. Dauert gar nicht lange. Und noch eine schöne Bommelmütze. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon fertig seid mit Weihnachten. Oder ob ihr noch gar nicht angefangen habt und gesagt habt, naja, so unglaublich viel brauche ich nicht, mache das alles in der letzten Woche. Da komme ich erst so richtig in Stimmung und reicht auch immer noch genau. Ist mein Weihnachtsritual. Das interessiert mich mal. Wie weit seid ihr mit euren Weihnachtsvorbereitungen? Hier haben wir jetzt eine zauberhafte Verpackung, wie ich finde. Ich hoffe, sie gefällt euch. Gerade auch mit der Banderole finde ich total süß. Hier entweder selbstschließend mit Klemmerchen oder mit Schleife. Wie ihr wollt. Natürlich geht das auch in jedem anderen Look, wie man hier sieht. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen dritten Advent, denke ich, werde ich das irgendwann hochladen, das Video. Und ich freue mich über ein liebes Feedback, über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Idee mehr verpasst. Und wer noch einkaufen will, freue ich mich, wenn ihr im Dezember diesen Code verwendet. Jetzt eine wunderbare Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!